Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge VTS 5. Ihr wisst schon, sogar 5 Minuten, in denen ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an. Ich kann es noch gar nicht richtig fassen, aber Xiaomi gibt es jetzt offiziell bei uns in Westeuropa. Nein, leider noch nicht bei uns in Deutschland, das kommt vielleicht demnächst auch noch. Aber Xiaomi ist jetzt in Spanien gestartet, mit einer eigenen Online-Präsenz, mit einem eigenen Online-Shop. Aber vielleicht noch viel interessanter, die gibt es jetzt auch bei Amazon Spanien zu kaufen. Ganz normal, einige Geräte, auch das Mix 2 gibt es jetzt da und das ist bestimmt für viele interessant, auch wenn es teurer ist, als sich das Gerät zum Beispiel direkt aus Asien kommen zu lassen. Aber mit dem Amazon-Kundensupport da im Hinterkopf wird das wahrscheinlich, ja, also und vor allem, ich kann es noch gar nicht fassen, dass die jetzt wirklich hier sind. Vorher kooperierten die ja mal in Osteuropa mit Mediamarkt hier und da. Aber das ist doch mal ein richtiger Sprung. Also ich bin hin und weg. Das wird hier für einiges an Bewegungen sorgen. Nein, das hier ist noch nicht das neue OnePlus 5T Smartphone. Es ist ein offenes Geheimnis, dass das Gerät nächste Woche Donnerstag, dem 16. November, von OnePlus in New York vorgestellt werden wird. Jedoch gab es diese Woche, was sollen wir sagen? OnePlus hat anscheinend Testgeräte an die Presse rausgeschickt, ohne den Redaktionen vorher ein NDA aufs Auge zu drücken. Dass die unterschreiben, ne? Wir kriegen das Gerät, wir machen auch damit schon was, aber wir veröffentlichen nichts bis zu dem von euch genannten Datum. Da steht angeblich der 17. November sogar im Raum, einen Tag nach dem Event. Naja, und dann ist auch interessant zu sehen, wie so eine Presselandschaft arbeitet. Einige halten sich daran, auch denken sich, hey, da kommt ein Paket an. Ah, die stellen das Gerät nächste Woche vor, die haben bestimmt das NDA vergessen. Ich frage lieber nochmal nach. Aber eine Seite hat sich davor entschlossen zu sagen, hey, wir haben ein Gerät, wir müssen nichts geheim halten, wir haben ja nichts unterschrieben. Wir hauen einfach mal komplette Infos raus. Kann man natürlich so sehen, also auch so sehen, ist aber interessant. OnePlus ist natürlich aus alten Wolken gefallen, hat da dann gesagt, hey, nehmt das bitte wieder runter. Und aber einmal im Internet, das Internet vergisst nichts, komplette Daten sind geleakt, 6 Zoll, auch 18:9, Doppelkamera. Ich will jetzt, also das waren eigentlich auch vorher schon bekannt, deswegen spoilere ich hier nicht rum. Wer sich für das Gerät interessiert, der weiß das eh alles schon. Wer von dem noch nichts wusste, kann sich jetzt informieren, einfach mal eine Runde googeln. Und wer sich überraschen lassen möchte, vielleicht feiern die auch eine richtig schöne Show. Ich glaube, zum Preis haben sie noch nichts gesagt. Erhältlich ist das Ding dann, glaube ich, am 21. November kann man es dann bestellen. Aber ist natürlich auch, naja. Es war auch die Woche der AirDrop-Konkurrenten. Zur Erinnerung, AirDrop ist ja Apples Feature, um Dateien drahtlos zwischen verschiedenen Apple-Geräten auszutauschen. Wünschten sich natürlich auch andere und so ist Google diese Woche hingekommen und hat FileGo präsentiert. Ist noch nicht erhältlich. Auch eine Art und Weise, um Dateien zwischen Android-Geräten auszutauschen. Und ein paar Tage später ist dann Microsoft gekommen und hat so ein Feature für Windows 10 vorgestellt. Nennt sich NearSearch. Ich glaube, NearSearch funktioniert dann über Bluetooth. Naja, für Dokumente, Bilder kann man sich das ja dann vorstellen. Größere Dateien, auch wenn es Bluetooth 5 ist. Puh, das könnte sehr lange dauern. Ich freue mich einfach, dass diese Features jetzt angekündigt wurden. Ich kann aber auch sagen, bei Apple hat das auch ein bisschen länger gedauert, bis das wirklich nahtlos und flüssig funktioniert hat. Also deswegen, ne, nicht, also die anderen werden wahrscheinlich auch noch nicht direkt die Superlösung haben. Aber ich muss sagen, bei AirDrop, ich nutze es seit Ewigkeiten, seit es rausgekommen ist, aber die letzten ein, zwei Jahren funktioniert es bei mir problemlos und auch zum Beispiel, um meine ganzen Videos hin und her zu schieben. Also sehr schön, freut mich für die anderen Plattformen. Am liebsten wäre es mir natürlich, wenn wir eine Lösung hätten, die problemlos auf, egal welchem Gerät funktioniert. Episode 8 ist noch nicht mal in den Kinos, da kündigt Disney schon eine neue Trilogie an. Ich bin natürlich Feuer und Flamme. Ich glaube, der Regisseur, der jetzt für Episode 8 verantwortlich sein soll, macht dann auch die nächsten drei Filme, wann die denn mal kommen, worum es gehen wird und. Da will ich noch gar nicht groß spekulieren. Mich persönlich, als riesengroßen Star Wars Fan, der sich jetzt auch, naja, mit dem neuen Kanon langsam anfreundet, freut es natürlich, dass nach etlichen Jahren des Stillstands da neues Zeug kommt. Disney ist aber natürlich getrieben von ihrem eigenen Streaming-Dienst, der nächstes Jahr schon starten soll, zumindest mit Sport. Und da brauchen sie neue Inhalte und deswegen soll es angeblich auch eine neue Star Wars Serie geben, die dann vielleicht aber auch online, das habe ich auch noch nicht so geschnallt. Was mich aber hinter der Meldung einfach freut, ist, dass Star Wars, dass wir da neues Zeug kriegen. Dass nicht nur Star Trek immer sich neue Serien hier und da mal kriegt, auch wenn da manchmal 10 Jahre zwischen liegen.
sondern dass Disney da auch, beziehungsweise Star Wars auch weitergeht. Dann hatten wir noch so kleinere Meldungen. Twitters 280 Zeichen sind jetzt, glaube ich, für alle verfügbar und sie haben die Namensbeschreibung, die man sich da immer selber geben kann und ändern kann, auf 50 Zeichen erweitert. Dann bei Microsoft, die Xbox One X ist gestartet und heimst eigentlich relativ positive Berichte bisher ab. Viele sagen natürlich nur noch, jetzt brauchen wir noch mehr Inhalte. Und apropos Inhalte, ich könnte jetzt als Serie der Woche Mr. Robot, die vierte Staffel, läuft ja jetzt schon seit einigen Wochen nennen. Oder ich persönlich habe jetzt endlich mit Amazons Mozart in the Jungle angefangen. Wenn man nicht mehr anderes viel hat und sich für klassische Musik hier und da interessiert. Vielversprechend freut mich persönlich, dass die Serie schon 3 abgedrehte Staffeln hat und es auch noch eine vierte geben wird. Das macht dann in Summe mindestens 40 Episoden. Mein Film der Woche ist aber ganz klar der Tor 3 oder auch Tor Tag der Entscheidung. Dabei muss ich ganz ehrlich sagen, der ist deutlich anders als die ersten beiden Teile, die im Vergleich richtig ernsthaft rüberkommen, die wie so ein richtiger, Tor-Superheldenfilm rüberkommt. Das Tor 3 ist an vielen Stellen eine Komödie. Kann ich nicht anders sagen. Also das ist so, wir nehmen uns jetzt nicht selber mehr ernst, richtig ernst oder sowas. Natürlich, es sind Superhelden, es ist Marvel. Hier und da erinnert es auch stärker an die Comics. Aber da waren so viel, teilweise dachte ich, ich sitze in der Komödie. Ich fühlte mich aber trotzdem super unterhalten. Der Film geht 2 Stunden 10 Minuten und ich sage jetzt nichts, weil es ist ein Marvel-Film. Natürlich bleibt ihr bis zur allerletzten Sekunde im Kino sitzen. Hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Treibt die Story vom Marvel-Kino-Universum jetzt auch endlich mal schön weiter voran. Da gibt es einige schöne Stellen zu sehen. Schauspielerisch hat es mir gefallen, von der Musik hat es mir gefallen, von der Handlung war eigentlich schon ziemlich alles klar. Was ich aber jetzt mal sagen muss, ich war in 3D drin, gezwungenermaßen, und muss aber sagen, das 3D hat mir ausgesprochen gut gefallen. Das war mal was, wo ich mir persönlich jetzt denke, sonst bin ich ja nicht der 3D-Fan, aber diesmal ich habe es überhaupt nicht bereut, den Aufpreis auf 3D gezahlt zu haben. Fand ich richtig gut gemacht. Ein altes QWERTY der Woche gibt es auch noch. Und weil ich es dir gesagt hatte, weil Mr. Robot in die vierte Staffel geht, gibt es noch Mr. Robot, das Original. So, das soll es gewesen sein mit VTS 5, Folge 313. Ist vorbei. Euch allen schönen Start in die Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss. In Spanien. Die sind jetzt mit einer eigenen Internet... Ich kann es noch gar nicht richtig glauben.